Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts hier im Jahr 2023. Und ja, schon langsam neigt sich das Jahr hier wirklich dem Ende entgegen. Wir sind mittlerweile schon mitten im November angekommen. Das hier ist die Ausgabe vom 12.11., vom 12. November 2023. Und ja, wir blicken wie immer kurz zurück auf die erste Ausgabe im November. Was waren da unsere Top 3? Auf der 3 hatten wir damals Barnes Courtney mit Young in America, die 2 gegen ein Masterpiece zusammen mit Georgia, I Might Be Fake. Und ganz oben hatten wir Rock Sound von Sum 41 mit Landmines am Start. Und da stellen wir uns die Frage, ist das immer noch der Fall oder hat sich da ja was verändert im Vergleich zur Vorwoche? Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden und beginnen wie immer ganz unten auf Platz 40. Auf Platz 40 starten wir in dieser Woche rein mit einem Song, ja, der auf jeden Tag zutrifft, sage ich mal, nämlich von den Seagulls haben jetzt Weekends and Workdays am Start. Ja, letztes Mal Platz 32 gewesen hier in den Charts, dieses Mal 8 Plätze runter auf die Schlussposition in der 5. Chartwoche. Wir machen weiter mit K-Pop Sound hier auf Platz 39, da geht es auch ein bisschen runter, nämlich von der 27 minus 12 Plätze auf die 39, Keeper mit Galileo, das ist, ja, der einzige K-Pop-Song, der hier in dieser Woche im Countdown mit am Start ist. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem ersten von unserer Neuzugänge in dieser Woche. Jetzt schaffen wir auch jede Woche ja, frische neue Songs rein in den Countdown. So auch dieser hier von Yako Aino Kaleffi mit Drifting Away auf Platz 38 neu eingestiegen hier in die Charts. Ja, auf Platz 35 kommen wir jetzt zu dem Song, der am längsten hier dabei ist. Der einzige Song in dieser Woche, der 8 Wochen ja, hier in den Charts verbringt, bisher nämlich The Last Dinner Party mit Cinder. Das war auch mal eine Number One vor einigen Wochen. Dieses Mal geht es aber weiter abwärts von der 33, minus 4 Plätze runter auf die 37. Platz 36, weiter geht es jetzt mit Dance Sound von Southstar, Wild Ones, auch da minus 11 Plätze runter im Vergleich zur Vorwoche auf die 36. Ja, wir machen es weiter. Die erste Neuvorstellung, das sind brandneue Songs, die ja beim nächsten Mal hier als Neuzugänge reinkommen können in den Countdown. So auch dieser hier. Zum ersten Mal Musik dabei von Lonely the Boy, Hours Catch Out. Den Song kann man auf jeden Fall hier wieder reinvoten fürs nächste Mal in die Charts. Und dazu habt ihr natürlich auch wie immer die Möglichkeit. Ich habe natürlich den Link hier gepostet im Kommentarbereich. Da könnt ihr abstimmen, so viel und so oft ihr wollt. Und dann ergibt sich daraus ja, eine Liste auf jeden Fall, die für die nächste Chartausgabe auf jeden Fall berücksichtigt wird. Also es ist nicht eins zu eins die Liste, sondern ja, da spielen mehrere Faktoren sozusagen eine Rolle, wie auch Chartwochen, wie mein persönlicher Musikgeschmack auch sind natürlich. Also da zählt alles ein bisschen rein und das werden wir dann alles so ein bisschen zusammenrechnen. Wir machen jetzt weiter mit Telquist und Moon. Letztes Mal Platz 30, dieses Mal 5 Plätze runter in der 7. Chartwoche auf die 35. Auch der Song ist mittlerweile schon eine ganze Zeit lang mit am Start. Wir machen weiter mit dem zweiten Neuzugang hier in dieser Woche. Sheryl Crow hat einen neuen Song, die war ja in den 90er Jahren mit einem Song vor allem sehr erfolgreich gewesen. Alarm Clock, ihr neuer Song, auf der 34 neu dabei. Wir machen weiter mit Rocking Glang hier im Countdown, auch dieser Song mittlerweile schon 7 Wochen hier am Start. Einige Songs, die 7 Wochen am Start sind, die sich hier in den Charts auch halten. The Struts haben jetzt mit Too Good at Raising Hell von der 24 minus 9 Plätze runter auf die 33. Ja, verbessert haben sich Knox in dieser Woche. Letztes Mal die 38, dieses Mal geht es wieder 6 Plätze hoch auf Platz 32 mit Not the 1975. Ja, gleich kommen wir zu den Top 30, aber zuvor gibt es noch Musik von Paloma Faith hier auf der 31, hier How You Leave a Man. Von der 29 geht es minus 2 Plätze runter im Count. Wir machen weiter mit der nächsten Neuverstellung und auch hier haben wir eine Band, die in den 90ern vor allem ja, erfolgreich waren. The Killers, Your Side of Town, der neue Song von The Killers, ist hier auf jeden Fall am Start. Die waren auch letztes Jahr schon mit einem Song bei mir in den Wochencharts dabei, der am Ende sehr weit oben gelandet ist in den Jahresendcharts. Die es natürlich am Ende des Jahres auch wieder geben wird. Wir machen jetzt weiter mit Platz 30, das ist der Absteiger der Woche. Deadletter haben wir jetzt mit Degenerate Inanimate, letztes Mal noch Platz 11 gewesen, dieses Mal runtergerauscht hier förmlich auf die 30 minus 19 Plätze. Ja, aber ja, wir haben immer einen Song, der der Absteiger der Woche ist. Und dieses Mal auch wieder unter 20 Plätze. Ja, das haben wir auch oft, dass ein Song wirklich über 20 Plätze runterfliegt. Ja, alles ist möglich hier in den Charts. Wir machen jetzt weiter mit Musik von den Kaiser Chiefs, Feeling Alright. Ja, wer kennt diese Band noch? Die waren ja vor einigen Jahren, das ist also auch mittlerweile schon bestimmt wieder 10 Jahre her, mit Ruby
Ja, hatten sie einen One-Hit-Wonder, die Kaiser Chiefs, und dann sind sie in der Versenkung verschwunden. Und jetzt sind sie wieder zurück mit neuer Musik. Das ist Platz 29, der nächste Notgang. Wir machen weiter mit Musik von Hozier, The Selby Part 2. Letztes Mal die 23, dieses Mal 5 Plätze minus auf die 28. Platz 25, auch in der 7. Chartwoche mittlerweile dabei, dieser Song My Half Turn mit The Pool von 31 wieder verbessert. 4 Plätze hoch auf die 27, aber immer noch, sag ich mal, die untere Charthälfte. Aber das ist in der 7. Chartwoche ja ganz, ja, normal. Wir machen weiter mit Musik von Jamie Miller, Only Blaze. Da geht es in dieser Woche minus 11 Plätze runter, von der 15 auf die 26. Ja, Top 25, dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Musik von Staind. Here and Now, auch das ein Song aus dem Album Confessions of the Fallen. Und ja, auch das ein Song, der mir wirklich richtig gut gefällt. Da hatten wir von Staind mit In This Condition, ja, jetzt schon den zweiten Song aus diesem Album in kürzester Zeit hier. Vielleicht in den Charts dabei, mal gucken. Wir machen jetzt weiter mit Musik von Choke Out, Sunny Side of London. Auch der Song verbringt mittlerweile hier die 7. Chartwoche. Bei mir von der 20 geht es aber jetzt 5 Plätze runter auf die 25. Platz 24, da kann sich ja Sparkling verbessern mit I Love You So. Letztes Mal Platz 34 gewesen, dieses Mal gleich mal 10 Plätze hoch auf die 24. Wir machen weiter mit Platz 23, gleich kommen wir zu den Top 20. Davor gibt es aber natürlich noch einen Neuzugang und unter anderem jetzt auch auf Platz 23 Nerea mit Warmest Wing von der 12 minus 11 Plätze runtergefallen auf die 23. Die 22, auch da geht's abwärts für The Gaslight Anthem mit Little Fires vom Platz 14 beim letzten Mal minus 8 Plätze runter in der 6. Chartwoche auf die 22. Und vor der Top 20 noch ein Neuzugang, der insgesamt vierte Neuzugang von insgesamt 7 neuen Songs in dieser Woche im Countdown auf der 21, Tom Walker mit Burn. Ja, wir machen weiter. Neuvorstellung Nummer 4, und das ist jetzt auch ein, ja, Geheimtipp von mir, sag ich mal. Musik von The Silent Forum. Hier ist The E-Mail, auch eine Band, die noch sehr, sehr unbekannt tatsächlich ist. Auf Insta habe ich mal geschaut, die haben noch nicht viele Follower. Und ja, aber der Song ist richtig gut und der wird es voraussichtlich auch hier einschaffen. Ja, in die nächste Chartausgabe. Vermute ich mal. Mal gucken. Wir machen weiter. Die Top 20 sind eröffnet. Da haben wir jetzt Musik von Lovechain, Normal People Things, minus 10 Plätze runter. Letztes Mal noch Top 10 gewesen auf der 10, dieses Mal die 20. Platz 19, da geht es wieder bergauf für Need to Breathe mit Hideaway. In der 5. Chartwoche geht es von der 26 7 hoch auf die 19. Platz 18, der nächste Neuzugang, der dritthöchste Neuzugang in dieser Woche, stammt von The Veronicas mit Perfect. Auf Platz 18 hier neu dabei, in der oberen Charthälfte neu eingestiegen. Das kann auch nicht jeder Song, sag ich mal, von sich behaupten. Wir machen weiter mit Musik von All Time Low zusammen mit Avril Lavigne, Fake as Hell. Ja, da geht es auch deutlich runter, sag ich mal. Minus 13 Plätze im Vergleich zum letzten Mal. Ja, da war es noch Platz 4 dieses Mal, Platz 17, aber immer noch in der oberen Charthälfte hier mit am Start. Ebenfalls bergab geht's für The Libertines mit One, One, One. Das war letzte Woche unser höchster Neuzugang. Dieses Mal 8 Plätze minus von 8 auf die 1600. Ja, gleich kommen wir zu den 15 besten Songs. Ja, es wird immer dünner, die Luft da oben. Und wir kommen der Antwort immer näher, welcher Song auf Platz 1 gelandet ist in dieser Woche. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Neuverschauung und da haben wir Musik von Buntspecht am Start. Alles bricht, lächerlich, in Klammern ist sozusagen. Auch Buntspecht war dieses Jahr mit Mojo Rising tatsächlich schon mal in den Charts dabei, bei mir in den Wochencharts. Ein paar Wochen war der Song da am Start. Wir machen weiter mit dem zweiten Dance-Sound hier im Countdown, nämlich Roosevelt Rising von Platz 6 minus 9 Plätze runter auf die 15. Zwei Dance-Sounds hier dabei auf jeden Fall in dieser Woche. Wir machen weiter mit dem Tudor Cinema Club und Sure Enough, der Song kann sich wieder, ja, verbessern von Platz 19 plus 5 Plätze hoch auf die 14. Das ist in der 6. Chartwoche. Schafft auch nicht jeder Song. Wir machen weiter und da gehen wir jetzt nach Amerika zu Barnes Courtney, Young in America. Letztes Mal Top 3 gewesen auf der 3, dieses Mal 10 Plätze runter auf die 13. Ziemlich oft die 10 hier dabei, fällt mir gerade auf hier in dieser Woche. Wir machen das weiter mit Platz 12 und das ist der Aufsteiger der Woche jetzt schon auf der 12. Haiku Hands, gute Laune Sound, Feels So Good. Letztes Mal auf Platz 28 neu eingestiegen, dieses Mal ja, doch deutlich verbessert. Plus 16 Plätze hoch auf die 12. Platz 11, da haben wir jetzt den zweithöchsten Neuzugang in dieser Woche. Und da kommen wir ja jetzt zu Musik aus den Niederlanden, zu Waken, Nickel for Goodbye. Knapp die Top 10 verpasst, also Neuzugang Platz 11 diese Woche. Wir machen weiter mit einem, ja, Künstler, der ebenfalls diese
dieses Jahr schon einen Song bei mir dabei hatte, nämlich My Big Day von einem Boom Bap Bicycle Club war bei mir tatsächlich auch schon mal auf Platz 1 gewesen. Jetzt haben Boom Bap Bicycle Club einen neuen Song aus dem gleichnamigen Album, Turn the World On. Das ist der neue Song von Boom Bap Bicycle Club und der hat definitiv auch Chancen, hier beim nächsten Mal neu einzusteigen bei mir in den Charts. Wir sind angekommen, die Top 10, die 10 besten Songs der Woche. Und da haben wir jetzt Musik von Holy Danger am Start, Acting Real Nice. Letztes Mal die 18, dieses Mal plus 8 Plätze hoch auf die 10. Platz 9, Duran Duran sind zurück. Eine Kultband aus den 80ern, die damals schon große Erfolge feiern konnten, sind zurück mit neuem Album Dance Macabre. Der gleichnamigen Song vom Album von der 22 hochgeschossen hier sozusagen auf die 13. Ja, wir haben einen neuen Number One, das steht jetzt auf jeden Fall fest. Platz 8, Sum 41 mit Landmines. Der Song geht 7 Plätze runter von 1 auf die 8 hier in der vierten Chartwoche. Wir machen weiter mit einem Song, der vor 2 Wochen auch ganz oben stand, nämlich Von Welt mit Adrenalin. Der nächste Rock-Song hier sozusagen von der 5, 2 runter auf die 7. Ja, Platz 6, und da geht es wieder rauf für Musik von Emissary mit Refected. In der dritten Chartwoche geht der Song von der 13 auf den 6. Platz hoch. Wir machen weiter. Neuvorstellung Nummer 7. Auch das ist ein Song, den ihr reinvoten könnt hier fürs nächste Mal in die Charts. Nämlich Musik von Cassia zusammen mit Kavala. Circular Motion. Das ist auch ein, ja, etwas unbekannterer Song. Mal gucken, ob der Song noch, ja, bekannt wird sozusagen. Ja, wir sind angekommen in den Top 5 und ja, da haben wir jetzt die Bleachers am Start mit Modern Girl. Der Song hat, ja, mit Von Welt, mit Adrenalin sozusagen den Platz getauscht. Der Song geht 2 Plätze hoch von der 7 auf die 5. Ja, Platz 4, da haben wir den höchsten Neuzugang in dieser Woche am Start. Green Day, The American Dream is Killing Me. Green Day, eine Band, die in den 2010er Jahren, also in meiner Jugend, sehr, sehr erfolgreich waren. Die Anfänge hatten Green Day ja auch schon in den 90er Jahren mit dem einen oder anderen Song. Und ja, Green Day, eine Band, die ich ziemlich gut finde. Und ja, da habe ich mich definitiv gefreut, dass sie mal wieder einen neuen Song veröffentlicht haben, der mir auch gefällt. Und euch geht es anscheinend ähnlich. Deshalb Platz 4 als höchster Neuzugang. Ja, wir sind angekommen in den Top 3 und da hält sich weiterhin eine Masterpiece zusammen mit Georgia, I Might Be Fake, ganz weit oben. Für die 1 hat es aber bisher noch nicht gereicht. Dieses Mal geht es von der 2 einen Platz runter auf die 3. Platz 2, da haben wir einen Song, der sich deutlich verbessern kann im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal auf Platz 17 neu eingestiegen, Musik von Bulgarian Card Raider, Narrow Band of Happiness, das ist auch ein Bandname, auf den musst du erstmal kommen. 15 Plätze geht es bergauf. Und ja, jetzt haben wir noch einen Song und das ist unser neuer Number One. Da haben wir jetzt Musik von Jasmine Bean ganz oben. Favorite Toy, letztes Mal Platz 9, dieses Mal die Number One. Plus 8 Plätze hoch und das ist schon so ein bisschen überraschend, dass ja ein etwas anderer Sound hier ganz oben steht. Und ja, wir gucken auf jeden Fall jetzt noch zurück auf die Songs, die rausgeflogen sind, nämlich nicht mehr dabei im Vergleich zum letzten Mal. Say Yes Talk mit Not Your Thing nach nur 3 Wochen rausgeflogen. Dango Jones mit Get High nach 7 Wochen raus. Ebenfalls nach 7 Wochen nicht mehr dabei. Svea mit Deadman Walking. Nach 4 Wochen nicht mehr dabei. Ed Sheeran mit American Town. Nach 8 Wochen rausgeflogen. Bibiza mit Eine Ode an Wien. Nach 6 Wochen nicht mehr dabei. Uchiyara mit WWW She Hot. Und nach 5 Wochen raus. The Weakness mit Heartbreak Kid. So sieht's aktuell aus. Hier in den Wochencharts vom Daniels Co. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann und ciao.